Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ludwig Könnicke. Ich bin Berechnungsingenieur für Strukturmechanik bei CFX Berlin. Wir sind eine kleine Firma und Spezialisten für numerische Simulation. Das heißt, wir haben bei uns im Portfolio mehrere einerseits Softwarelösungen für numerische Simulationen, als auch, dass wir Projekte bearbeiten, Support unterstützen und vieles mehr. Dabei sind wir vor allem im Bereich der Strukturmechanik tätig, der Strömungsmechanik und Thermodynamik und auch der Elektromechanik. Ebenso haben wir in unserem Portfolio auch viel Wissen im Bereich der gekoppelten physikalischen Effekte, beziehungsweise auch der zum Beispiel 1D-Simulation von Systemen, von ganzen Anlagen. Zum Beispiel Strömungsanlagen neben nur einzelnen Maschinen. Ja, zu unseren Geschäftsfeldern beziehungsweise auch zu unseren Partnern im Bereich der Simulation gehört einerseits Ansys, ist eines der größten Firmen weltweit für numerische Simulation, auch in einem ganz großen Gebiet zuständig. Ebenso gehört dazu Particleworks, TwinMesh, das ist unser eigenes Inhouse-Produkt, und FlowNex. Neben dem Support und dem Vertrieb behandeln wir auch viel Hardwareberatung, übernehmen Berechnungen, Optimierungen in Projekten, machen auch selber Schulungen. Wenn Sie zum Beispiel anfangen, mit einem Produkt zum Beispiel von Ansys zu arbeiten, können wir Sie dort einführen und sind auch in der Forschung und Entwicklung tätig. Jetzt kurz nochmal zu den vielleicht vier Softwarepaketen, bevor wir dann kurz darauf dann mit dem eigentlichen Thema, dem Ansys-Kranter-Paket, anfangen. Genau, wie schon gesagt, Ansys ist ein etablierter Marktführer in der Simulation von gekoppelten Physiken. Das heißt für 3D- und auch 1D-Systeme, sowohl in der Strömungsmechanik, Strukturmechanik, Elektromagnetismus und vielen mehr, auch in der Kopplung von diesen, sind sie ein der Marktführer in dem Bereich. Als nächstes TwinMesh, unser eigenes Inhouse-Produkt. Damit kann man automatisch qualitativ sehr hochwertige Netze erzeugen, Hexaedernetze für zum Beispiel rotierende Verdrängermaschinen, also Positive Displacement Machines. Und das Produkt ist auch komplementär zu Ansys CFD. Das heißt, Sie können die Netze, die Sie dort erstellen, direkt in Ansys reinladen und in Ansys CFD verwenden. Das dritte Produkt ist FlowNex. Das ist quasi eine erweiterte 1D-CFD-Simulation, wo Sie quasi ganze Anlagen oder ähnliches auf Systemebene simulieren können und aufbauen können. Und auch dort gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit Ansys nah beieinander zu arbeiten, dass Sie zum Beispiel Randbedingungen aus Ihrer Analyse, aus dieser Systemanalyse übernehmen können, zum Beispiel Druck- und Temperaturfelder, und diese zum Beispiel eine CFD-Analyse übernehmen können und dort detaillierte 3D-numerische Simulation durchführen können. Genau, als nächstes neu dazugekommen ist Particleworks. Particleworks ist ein partikelbasiertes, netzloses und schnelles CFD-Programm für Strömung mit freien Oberflächen. Dabei wird quasi nicht das ganze Strömungsfeld aufgelöst, sondern die einzelnen Partikel werden quasi hinzugegeben und daraus können auch Kräfte und vieles mehr und strömungsmechanische Effekte aufgelöst werden. Auch dort gibt es wieder die Möglichkeit, die direkt mit Ansys zum Beispiel zu integrieren, um so Randbedingungen zu übergeben, wenn man sagt, okay, einige Felder sind einfach mit Particleworks zu berechnen, anstatt mit zum Beispiel Ansys CFD. So, jetzt kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema, und zwar zu Ansys Granta. Ansys Granta ist dabei eine Erweiterung für Ansys Produkte, beziehungsweise auch vor allem für die Ansys Workbench. Es ist quasi ein Materialdatenbankprodukt. Dabei möchte ich vielleicht ganz kurz im Inhalt erstmal auf die Datenherkunft eingehen. Das heißt, wo kommen diese Daten für die Materialdatenbank her? Danach werde ich Ihnen Granta Material Data for Simulation vorstellen. Das ist quasi das kleinste Produkt. Das ist eine reine, also es ist quasi wirklich nur eine reine Datenbank. Danach Granta Selector, wo man also auch sehr spezifisch selektieren kann, auch aussortieren kann und sehr spezifisch sein Material finden kann. Dann Granta MI, also Material Intelligence. Das ist vor allem sehr gut brauchbar, wenn man seine eigene Materialdatenbank aufbauen will und auch im Haus selber zum Beispiel die Kommunikation von Daten, von Materialdaten zwischen Ingenieuren und zwischen Materialingenieuren, Berechnungsingenieuren sehr gut unterstützen will. Und genau, dann am Ende komme ich quasi zu der Demo, wie ich das einmal in der Workbench bzw. in Mechanical zeige. Einmal kurz zur Datenherkunft. Also die Granta-Daten stammen aus verschiedenen Datenbanken von maßgeblichen Anbietern. Dazu gehört zum Beispiel die ASMI,
Dazu gehören auch viele, zum Beispiel deutsche Institute, japanische aus Großbritannien, also weltweite aus Instituten. Da gehört zum Beispiel Jamcurve Data, ist zum Beispiel ein Beispiel. Das ist eine große Datenbank, die sich sehr darauf spezialisiert haben, temperaturabhängige Daten von Materialien zu ermitteln. Das heißt, dort kriegt man viele, zum Beispiel E-Module, also Elastizitäten, man kann Streckgrenzen, man kann Zugfestigkeiten, Abhängigkeit von der Temperatur dort herausfinden, aber auch elektromagnetische Eigenschaften und vieles mehr. Dann Staldat, SAX, ist zum Beispiel eine offizielle Liste von Stahleisensorten mit deren europäischen Materialnummern. Das ist nach EN 10027 gekoppelt und die werden auch in europäischen Normen referenziert. Dazu bietet die Datenbank zum Beispiel Verknüpfung zu europäischen Herstellern, deren Stahlsorten, Produktfirmen und Produktnamen. Dabei stellt die deutsche Stahlinstitution VDEH, veröffentlicht diese Stahleisenblätter und dabei wahren sie gegenüber der Öffentlichkeit aber einen hohen Grad an Neutralität, was deren Akzeptanz mit nationalen, europäischen und internationalen Normen gleichstellt. Auch als drittes Beispiel zum Beispiel Embase Plastics oder auch Campus Plastics ist eine Datenbank, die unter anderem von der Embase Engineering Software GmbH mitentwickelt wurde. Die haben einen Sitz in Aachen und diese Datenbank bietet sehr gut vergleichbare Materialien, die nach internationalen Standards gemessen und aufgenommen wurden. Plastics ist dabei die quasi Zusammenarbeit mit Embase und Campus für eine Kunststoffdatenbank. Dann auch als Beispiel CMH 17, das ist eine Composite Materials Handbook 17, deswegen CMH 17. Und dies enthält Informationen und Anleitungen zum Entwerfen und Herstellen von Endelementen aus Verbundmaterialien. Dabei ist zum Beispiel sein Hauptzweck die Standardisierung von Methoden zur Entwicklung technischer Daten in Bezug auf Tests, Datenreduktion und Datenberichterstattung von Eigenschaften für aktuelle und neu entstehende Verbundwerkstoffe. Die Datenbank bietet dabei einen Überblick über das Gebiet der Verbundwerkstofftechnologie und Technik. Ein Bereich, der sich ja auch heutzutage rasch weiterentwickelt und verändert. Infolgedessen ändert sich auch das Dokument ständig, wenn Abschnitte hinzugefügt oder geändert werden, um den Fortschritt oder beziehungsweise das Fortschreiten auf dem neuesten Stand der Technik Rechnung zu tragen. Das ist so ein kurzer Überblick, was für Datenbanken da überhaupt zusammenkommen bei Granta. Es ist also quasi sehr vielträchtig. Ist ja auch hier rechts in dem Bild sehen, die ganz verschiedenen Datenbanken von Universitäten, von Instituten etc. Jetzt kommen wir zu Granta Material Data for Simulation. Das ist quasi das kleinste Paket von den drei Granta-Paketen. Und zwar ist Granta Material Data for Simulation eine Datenbank aus über 700 Materialien. Dazu gehören Stähle, Nichteisenmetalle, verschiedene Plastiksorten oder Kunststoffsorten, Thermoplasten, Elastomere, Keramiken, Schaumstoffe und Magneten. Dabei sind die vor allem verwendbar in Ansys Mechanical und Ansys Electronics. Und alle 700 Materialien oder mehr als 700 Materialien verfügen dabei über mindestens folgende Eigenschaften. Dazu gehört lineare Elastizität, Streck- und Zuggrenze, thermische Ausdehnungswerte, thermische Leitfähigkeit und Wärmekapazität und auch der elektrische Widerstand. Dabei sind natürlich auch einige Materialwerte, zum Beispiel temperaturabhängig, wenn diese zum Beispiel aus der Jamcurve Data Datenbank kommen. Dann ich glaube, hier sehen Sie nochmal quasi, wie die ganzen Daten aussehen, beziehungsweise dahinter nochmal, wie das Feld dann aussieht in Mechanical. Da springen wir nachher auch mal kurz rein und zeige ich Ihnen, wie das Ganze aufgebaut ist und wie Sie dann dort Ihre Materialien auswählen können. Das nächste Thema ist Granta Selector. Das ist eine Datenbank und auch ein, wie es schon sagt, ein Selektor aus über 10.000 verschiedenen Werkstoffen. Und es ist mehr wie ein Analyse-Tool. Dabei bietet es die Möglichkeit, Materialien zu suchen und zu vergleichen, wie zum Beispiel rechts in den Diagrammen sehen. Dabei kann man zum Beispiel Materialeigenschaften wie E-Modul über Dichte darstellen und sich so für die verschiedenen Bereiche von Materialien anschauen und gucken, okay, welche Materialien passen jetzt in meinen Bereich, wenn ich bestimmte Ansprüche für mein Bauteil zum Beispiel habe. Auch der Export von Materialdaten quasi für Computer-Aided Engineering ist einfach möglich und für die Simulation zum Beispiel auch in Ansys mit zwei Klicks machbar. Material Universe ist quasi ein spezieller Teil im Granta Selector und der bietet eine komplette Übersicht über fast eigentlich alle Materialien, die es so gängig gibt und bringt damit eine sehr gute Übersicht, wenn man sich generell erstmal auf Materialien oder Materialiengruppen festlegen will. Dazu komme ich aber gleich nochmal, wenn ich direkt in Granta Selector einspringe. So als drittes gibt es Granta MI, also Granta Material Intelligence. Und wie ich am Anfang schon meinte, das ist eine
Datenbank, beziehungsweise das ist eine Software für die Verwaltung von Werkstoffinformationen im Unternehmen. Dabei kann man einerseits Materialdaten selektieren, aber auch Materialdaten selber einpflegen, die man zum Beispiel selber aus Experimenten ermittelt hat und auch eigene Eigenschaften zum Beispiel mit hinzufügen, wenn es zum Beispiel um Verträglichkeit oder ähnliches geht. Dabei genau können diese Versuchsdaten einfach importiert werden. Und so ist auch möglich, einfach Informationen von Materialien zwischen Ingenieuren hin und her zu tragen. Und auch, dass zum Beispiel bestimmte Ingenieure auch nur Zugriff auf bestimmte Daten davon haben. So, jetzt komme ich zum Demo-Fall. Da möchte ich mit Ihnen einmal direkt in die Workbench starten von Ansys. Das ist quasi das Hauptmerkmal von den ganzen Ansys-Produkten für die Simulation, dass man hier eine sehr gute Übersicht über die Simulation erstmal bekommt. Und hier habe ich jetzt als Beispiel einfach mal eine statisch-mechanische Analyse drinne. Und normalerweise hat man quasi hier diese Engineering-Data, wo man jetzt hier Stahl als Standardmaterial hat. Und wenn man jetzt hier in Mechanical reinspringt und eine Simulation startet, beziehungsweise Simulationsmodell aufbaut, dann hat man immer die Auswahl der Materialien. Dort ist es jetzt einfach möglich, wenn man jetzt auf Materialien aufklickt, hat man einerseits schon Favoritmaterialien, beziehungsweise auch seine selbst erstellten aus Engineering Data. Und dann gibt es aber immer die Auswahl, hier auch Materialien zu suchen. Und wenn Sie Material Data for Simulation haben, dann sehen Sie hier unter Libraries, dass Sie hier Granta Materials Data for Simulation auswählen können. Wenn Sie es einmal auswählen, suchen, dann haben Sie hier die komplette Palette von allen über 700 Werkstoffen, die Sie wählen können. So können wir uns zum Beispiel ja mal ein Gusseisenmaterial raussuchen. Zum Beispiel ein Gusseisenmaterial, wo wir dann hier die ganzen Materialeigenschaften, die gegeben sind, aufgeführt finden. Auch zum Beispiel Betriebsfestigkeitswerte finden wir dort auch wieder. Wenn wir jetzt so ein Material in unsere Engineering Data, also in unsere Werkstoffdaten einfügen wollen, dann müssen wir hier quasi nur einmal das Plus drücken. Dann sehen wir hier schon links, okay, das ist für Simulation verwendbar. Und auch wenn wir jetzt in die Workbench reingehen, einmal unter Engineering Data, dann sehen wir hier, dass es direkt eingefügt wurde mit allen wichtigen Werten, die Sie hier sehen. Auch teilweise, wenn temperaturabhängige Werte da sind, dann auch die. Genau, das dazu. Da Sie haben hier eine Auswahl von über 700 Materialien und auch hier gibt es die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie da quasi ein bisschen spezieller suchen wollen, zum Beispiel mit bestimmten E-Modulen, dann gibt es immer dieses Property Range quasi, dass man hier sagen kann, okay, ich würde jetzt hier gern in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel von meiner Dichte, nur Material haben. Dann können Sie das auswählen, auf Suche klicken und kriegen dann quasi nur einen bestimmten Anteil davon. Das zu Granta Materials Data for Simulation. Als nächstes springen wir einmal zu Granta Selector. Da gibt es zwei Möglichkeiten, quasi in Granta Selector Materialien sich auszuwählen. Das ist entweder, weil das Granta Selector selber eine eigenständige Software ist, kann man es quasi selber ohne Notwendigkeit von der Workbench oder Mechanical kann man es starten und dort Materialien auswählen und exportieren. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt in der Workbench das Ganze zu verknüpfen. Heißt, Sie haben hier jetzt bei den Komponenten Granta Selector dabei. Das können Sie einmal reinziehen. Dann sehen Sie schon, hier hat sich jetzt Engineering Data erstellt. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine statisch-mechanische Analyse mit dazu ziehen und sagen, ich würde gerne meine Engineering Data hier für mein Modell verwenden, dann können wir das so koppeln und jetzt gehören diese Engineering Data zu unserem Modell hier mit dazu. Das heißt, alle, die wir jetzt hier direkt in die Engineering Data rein kopieren, haben wir direkt für unsere Analyse zur Verfügung. Jetzt können wir einmal in Granta Selector kurz springen. So sieht dann die ganze Oberfläche aus. Am Anfang haben wir die Möglichkeit, auch verschiedene Datenbundles zu wählen. Die kann man quasi dann nochmal extra hinzufügen, wenn es standardmäßiger für einen nicht ausreicht. Und dann muss man quasi eine Database erstellen, beziehungsweise schon eine vorausgewählte auswählen. Genau, dort gibt es eigentlich die große Übersicht, ist hier einmal oben in der Kopfzeile gegeben. Das sind die großen Funktionen und werden wir jetzt auch mal alle durchgehen. Dabei gibt es natürlich hier einmal die Möglichkeit zu browsen, das heißt selber die Materialien nach Arten etc. zu sortieren, beziehungsweise sich die sortierten anzuschauen. Da können wir zum Beispiel einmal, wenn wir unter Metalle gehen, zum Beispiel Eisenmetalle, Nicht-Eisenmetalle und andere, wenn wir jetzt hier unter Eisenmetalle gehen und dann zum Beispiel sagen, okay, ich würde jetzt gern einen rostfreien Stahl haben und dann gern zum Beispiel einen austenitischen,
gibt es hier zum Beispiel so einen typischen hochlegierten Chrom-Nickel-Stahl. Das ist hier jetzt nach dem amerikanischen Benennungsprinzip benannt, AISI 304. Und wenn wir den einmal quasi als Datenblatt anwählen, doppelklicken, dann sehen wir hier einmal die Übersicht und die Daten, die einem der Werkstoff gibt. Dabei haben wir hier oben einmal zur Übersicht quasi, wie ist die Benennung überhaupt, das heißt nach verschiedenen Standards zum Beispiel. Danach gibt es eine Übersicht, was für Elemente sind überhaupt darin drinne oder beinhaltet dieses Material, also diese Zusammensetzung davon. Dann haben wir physikalische Eigenschaften, zum Beispiel die Dichte und auch mechanische Eigenschaften, also zum Beispiel das E-Modul über die Temperatur, Zug- und Streckgrenzen über Temperatur, plastische Dehnung und vieles mehr. Sie sehen auch schon, dass hier die Werte auch immer in einer bestimmten Spanne angegeben sind. Das liegt daran, dass quasi die Daten jetzt aus Material Universe stammen. Das heißt, es ist quasi das von Hansis selber zusammengestellte oder die zusammengestellte Datenbank. Dabei ist die Material Universe sind quasi Daten, die Sie anderswo so nicht finden. Es werden für vergleichbare oder es werden für Vergleiche über das gesamte Spektrum an Material- und Verarbeitungsmöglichkeiten entwickelt. Dabei sind typische Materialdatenquellen, lassen sich nicht quasi zu einer Datenbank zusammenstellen, weil sie meist Löcher, sagen wir, in den Daten haben. Und diese Tatsache, dass verschiedene Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben, ist natürlich immer schwierig, die quasi in einer Datenbank zusammenzufassen und auch zu vergleichen. Dabei löst Material Universe das Problem durch die Einhaltung strenger quasi Konstruktionsprinzipien. Sie können dabei das gesamte Spektrum darstellen. Material Universe enthält einen Vertreter von praktisch jedem kommerziellen technischen Material in jeder Klasse. So können Sie also sicher sein, dass Sie alle materiellen Möglichkeiten berücksichtigt haben, wenn Sie jetzt zu Ihrer Materialauswahl für Ihr Modell kommen. Dabei ist jedes Material auch nur einmal vertreten. Mehrere Instanzen von demselben Material von verschiedenen Herstellern werden zum Beispiel zu einem repräsentativen Datensatz zusammengefasst, wodurch die Komplexität verringert wird. Eigenschaften von realen Materialien sind dabei aber selten genau. Sie variieren natürlich von Charge zu Charge und von Hersteller zu Hersteller. Dabei erfasst Material Universe diese Variation als Bereich. Das ist quasi genau diese Range, die Sie dort sehen. Für jede Eigenschaft im Datenblatt gibt es dabei einen Wert. Wenn der Wert experimentell nicht bekannt ist, wird er mit Hilfe von Techniken geschätzt, die zum Beispiel von einem Team innerhalb Grantas entwickelt wurden, wobei gut etablierte Korrelationen zwischen den Materialeigenschaften auf der Grundlage ihrer grundlegenden Physik angewandt werden. Natürlich, diese Anwendung dieser Grundsätze erfordert einen hohen Arbeitsaufwand bei Datenverarbeitung und Datenerfassung. Dabei gibt es das Material Universe Datenmodul, quasi schon seit über 20 Jahren und wurde gegründet an der Universität von Cambridge. Das gibt so einmal die Übersicht von der besten Materialübersicht, die Sie eigentlich hier mit Granta quasi mit dazu bekommen, dieses Material Universe. Das heißt, Sie haben neben den Datenbanken, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, wo Sie natürlich schauen können, um Ihre Materialien zu finden, haben Sie hier einfach eine Übersicht über die allgemeinen Materialien. Die sind dann nicht von spezifischen Herstellern, sondern die sind sehr allgemein gehalten, um einen Überblick zu erhalten. Genau, wie schon genannt, hier findet man also sehr viel mechanische Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, Betriebsfestigkeitsanalyse, thermische Eigenschaften, teilweise viel temperaturabhängige, wenn diese Daten zum Beispiel auch aus Jam-Curve-Data mitbezogen wurden, elektromagnetische Eigenschaften und hier unten kommt es zum Beispiel auch noch dazu, dass man schaut, okay, wie verhält sich dieses Material zum Beispiel einerseits mit anderen Materialien, aber wie ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, dieses zu fertigen mit verschiedenen Verfahren, zum Beispiel wie gut ist es schweißbar, wie gut ist es gießbar, wie gut hält es verschiedene Säuren oder Wasser aus? Wie korrosionsbeständig ist es? Auch wie viel Energie oder CO2 wurde bei der Herstellung im Schnitt verbraucht, wenn solche Werte vorhanden sind von Herstellern zum Beispiel? Dabei gibt es natürlich auch immer Quellen. Das ist so quasi die Übersicht, die so eine oder die diese Materialdatenbank im Material Universe bietet. Und Sie haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn Sie jetzt hier sich das anschauen, zum Beispiel auch noch gibt es hier viel Übersicht noch allgemein, was man beachten sollte bei dem Material, wie die Benennung vielleicht woanders ist. Und es gibt auch hier immer die Möglichkeit, unter Process Universe sich zum Beispiel anzuschauen. Neben einer reinen Materialdatenbank gibt es auch die Möglichkeit, sich anzuschauen, okay, was für Fertigungsverfahren gibt es. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf diesen hochlegierten Chrom-Nickel-Stahl schauen und auf dieses Process Universe gehen, dann sehen Sie hier eine Übersicht, wie der Werkstoff gefertigt werden kann. Dabei kann er zum Beispiel hier
gejoint, also zum Beispiel verschweißt werden. Auch mit welchen Verfahren kann es denn standardmäßig verschweißt werden? Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt mal MEG-Schweißen anschaue, doppelklicke, ist einfach eine grobe Übersicht dazu, okay, wie läuft das Verfahren ab? Was muss man vielleicht an Parameter beachten? Und wie sieht das Ganze vielleicht auch kostentechnisch aus? Es gibt also eine sehr gute Übersicht, um manchmal auch einfach zum Beispiel in diese Fertigungsverfahren nochmal einen Einblick zu finden, wenn man nicht oft mit Materialien zu tun hat und wie diese einerseits gefertigt werden können. Und das ist hier quasi zu der Datenbank nochmal dazugegeben. Heißt, wir haben hier oben nicht nur Material Universe, wir haben hier auch die verschiedenen Datenbanken selber und dann zum Beispiel auch dieses Process Universe, wo die Fertigungsverfahren so zusammengefügt sind. Genau, jetzt kann ich ja nochmal kurz auf mein Material eingehen, dem hochlegierten Chrom-Nickel-Stahl. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich möchte den einmal gern zum Beispiel exportieren. Den kann ich also nach der ANSYS Workbench exportieren. Dabei wird eine XML-Datei erstellt. Oder ich kann es auch direkt zu den Engineering Data exportieren. Das können wir jetzt hier einmal machen. Dann wird es quasi in die Engineering Data übernommen. Hier können wir noch sagen, möchte ich gerne temperaturabhängige oder temperaturnichtabhängige Daten haben. Ich möchte zum Beispiel temperaturabhängige Kurven haben. Sag okay. Dann wurden die exportiert und ich kann danach, wenn ich quasi Granta geschlossen habe in der Workbench, diese Materialien direkt verwenden. Ebenso gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich möchte das gern zu einer Vergleichstabelle hinzufügen. Das heißt, die öffnet sich jetzt und ich kriege jetzt die gleiche Übersicht, die ich eben schon hatte, einmal in so einer Tabelle aufgeführt. Wenn ich mir zum Beispiel andere Materialien anschaue, zum Beispiel hier in einem anderen hochlegierter Nickel-Chrom-Siliziumstahl und den zu der Vergleichstabelle hinzufüge, dann habe ich quasi beide Materialien, wo ich direkt Seite an Seite vergleichen kann. Jetzt kann ich natürlich schauen, okay, wir haben vielleicht zum Beispiel in unserem Modell standardweise immer den Chrom-Nickel-Stahl verwendet, kann den also als Referenz setzen. Und dann wird mir dazu angezeigt, okay, wie verhalten sich denn zum Beispiel Materialkennwerte, mechanische Eigenschaften, zum Beispiel E-Modul oder ähnliches im Vergleich dazu. Das heißt, wenn sie in derselben oder ähnlichen Range sind, dann wird keine direkte Bewertung abgegeben, weil das basiert immer auf diesen Material Universe Werten. Aber wenn quasi schon deutliche Tendenz vorhanden ist, dann sieht man hier, dass Werte größer oder niedriger sind. Und so hat man quasi eine Übersicht über die Materialien, die man vielleicht in die Näherbetrachtung zieht. Das quasi einmal zur Übersicht, was man hier mit diesem Browse alles machen kann mit der Materialsuche direkt. Da gibt es natürlich noch ganz viele verschiedene Arten von Materialien, die man hier alle durchschauen kann, die natürlich auch alle sehr gut gruppiert sind. Deswegen gibt es natürlich die Möglichkeit, auch Materialien zu suchen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel nach einem PA-Material mal suchen, dann sehen Sie hier einmal die ganzen Datenbanken, die vorhanden sind, zum Beispiel auch dieses Material Universe. Und dann kann man schauen, okay, es gibt sehr viele Materialien, zum Beispiel PA6, aber nicht nur PA6 standardmäßig, sondern auch teilweise mit Eigenschaften, wie es hergestellt wurde, teilweise auch mit Faserverstärkung etc. Das heißt, eine sehr spezifische Datenbank dafür, wenn wir jetzt einfach ein ganz normales Material PA6 standardmäßig auswählen und das jetzt vielleicht noch speziell quasi nach Fertigungsverfahren, dann sehen Sie auch hier, zum Beispiel auch hier sind E-Module über Temperatur angegeben und auch das können wir natürlich ganz einfach zum Beispiel zu einer Vergleichstabelle hinzufügen. Und da kann man eigentlich so viel hinzufügen, wie man will, um so einen Vergleich zu bekommen. Als drittes sehr interessantes Feature für Granta Selector ist Chart und Select. Dabei haben Sie die Möglichkeit, quasi selber einen Chart, also mit Achsenbezeichnungen, eine Übersicht von Materialwerten sich anzeigen zu lassen. Das heißt, man kann jetzt sagen, okay, welche Materialien möchte ich vielleicht überhaupt erstmal betrachten? Möchte ich vielleicht nur Metalle haben? Dann kann ich mir diese zum Beispiel erstmal anwählen. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt mir gerne so einen Chart erstellen und möchte da zum Beispiel auf der X-Achse möchte ich als mechanische Eigenschaft das E-Modul, also Youngs Modulus haben. Und auf der Y-Achse würde ich zum Beispiel gern die Streckgrenze haben, das heißt als mechanische Eigenschaften nehme ich einmal Yield Strength, also das elastische Limit davon. Klicke jetzt auf OK und ich sehe hier einmal für meine Stahlwerkstoffe eine Übersicht davon, wie sich das E-Modul über die Streckgrenze verhält. Dabei sieht man natürlich eine Tendenz zur Linearität, mit steigendem E-Modul steigt auch die Streckgrenze. Und man kann sich zum Beispiel auch anzeigen lassen,
was für Materialbereiche das zum Beispiel sind. Hier sind es natürlich alles nur Metals und Alloys. Und wenn man sich aber jetzt zum Beispiel von allen Materialien das anzeigen lassen will, also wenn ich jetzt sage, okay, ich würde gern all Elements haben, das nochmal entferne und mir das daraus anzeigen lasse, dann sieht man dort auch eine Übersicht, wie man quasi, okay, das ist jetzt von allen Elementen, aber wenn ich jetzt genau direkt sage, ich möchte nicht nur Elemente haben, sondern ich möchte von Material Universe alles haben und sage dann, okay, ich möchte einen Chart und Index haben, wieder einmal für die mechanischen Eigenschaften von dem E-Modul und diesmal quasi E-Modul über die Streckgrenze. Dann sehen Sie hier also eine viel größere Übersicht davon, natürlich, weil auch Kunststoffe etc. mit dabei sind. Hier sieht man dann quasi die ganzen Einsatzfelder, was wir vorhin uns quasi hier sehr detailliert angeschaut haben. Würde man zum Beispiel auch hier für Keramikwerkstoffe, Foams, Elastomere und auch für unsere Metalle, die wir eben besprochen haben. Jetzt kann man sich natürlich hier schon ranzoomen und sagen, okay, gut, ich würde mir gerne jetzt vielleicht hier hinten diesen Teil, mir ist jetzt ein E-Modul zwischen 100 und 1000 Megapascal wichtig, ich kann mir also diesen Bereich hier angucken, habe hier Materialien, wenn ich hier rüber gehe, ist es noch sehr unübersichtlich. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich möchte die ganzen vielleicht noch mehr begrenzen. Das heißt, ich sage, ich kann mir noch ein Limit erstellen und sage, dass ich jetzt von der mechanischen Eigenschaft her das E-Modul begrenze oder ich will Minimum E-Modul von 190, was wir zum Beispiel auch immer als Referenz hatten, bis 200, also im Bereich von Stahl. Und ich sage aber jetzt zum Beispiel, ich möchte aber gern Material haben, was maximal eine Dichte von 6000 Kilogramm pro Kubikmeter hat. Dann kann ich das Ganze anwenden. Und wenn ich mir dann das hier nochmal anschaue, dann sieht man jetzt hier schon farblich den Bereich, der dann quasi nur noch interessant wäre. Kann man auch sogar ein bisschen sich ranzoomen. Und dann sieht man hier verschiedene Werkstoffe. Ich habe jetzt nichts Spezielles dafür ausgesucht, was für Eigenschaften oder welchen Werkstoff ich jetzt suche. Aber hier gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, okay, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben hier einen Titanwerkstoff, möchte ich mir den mal anschauen, habe ich hier die Möglichkeit, einfach mit Doppelklick drauf zu gehen und komme quasi einmal in die Datenübersicht von diesem Werkstoff, kann mir den anschauen. Ebenso hat man hier links eine ganze Listung von allen Werkstoffen, kann hier also auch wieder reingehen und direkt sagen, okay, ich würde gerne einen haben und den zu meiner Vergleichstabelle hinzufügen, um ihn mit meinen anderen Werkstoffen zu vergleichen. Am Ende, wenn ich zum Beispiel so einen Chart und Select ausgewählt habe, dann habe ich auch immer die Möglichkeit, einen Report zu erstellen. Also ich kann hier einmal quasi auf Selection gehen, habe dann einmal eine Übersicht von den Eigenschaften, die ich quasi ausgegrenzt habe, beziehungsweise eingegrenzt habe, einmal von meinem Chart und ich habe natürlich auch die Vergleichstabelle hier einmal. Das heißt, das kann man dann schön irgendwo weitergeben, dass das Ganze vielleicht validiert wird oder ähnliches. Jetzt als, das ist quasi das größte Feature eigentlich in Granta Selector, diese sehr genaue Materialauswahl. Man kann natürlich noch immer spezieller dafür gehen, mehrere Limits setzen, mehrere Charts und so, quasi in mehreren Dimensionen das Ganze vergleichen. Andere kleine Features, die hier noch vorhanden sind, ist zum Beispiel ein Solver. Der bietet die Möglichkeit, einfach benötigte E-Module und benötigte Streckgrenzen, also quasi Spannungen im Bauteilquerschnitt zu ermitteln, für ein Limit, zum Beispiel beim Zug von einem Stab, wie weit er sich maximal ausstrecken darf. Das heißt, man kann jetzt hier angeben, zum Beispiel für einen Kreisquerschnitt, wie der Radius ist, wie die Länge ist, was für eine Kraft darauf wirkt und dann, dass ich sage, okay, wie weit darf er sich maximal verlängern? Und dann kriegt man daraus ganz einfach ein E-Modul und eine Streckgrenze dafür, dass er quasi noch im elastischen Bereich sich behält. Und daraus kann ich dann quasi relativ schnell, wenn ich jetzt keine Übersicht habe, okay, ich habe jetzt nur mal grob eine Geometrie und weiß, okay, das ist die maximale Dehnung, die man mir zulässig, so kann ich relativ schnell ein E-Modul ermitteln, daraus dann Werkstoff aussuchen und damit das vielleicht Ganze mal kurz simulieren. Ebenso möglich ist auch noch ein Eco-Audit. Damit kann man den CO2-Ausstoß und zum Beispiel den Eco-Fußabdruck berechnen und zwar mittels Materialherstellung, Transport, Verwendung und Beseitigung. Das sieht dann quasi so aus. Da kann man verschiedene Komponenten eintragen, wie etwas transportiert wurde, wie etwas genutzt wurde, wie etwas am Ende recycelt wurde oder nicht recycelt wurde. Und es gibt so eine ganze Übersicht einfach für den Prozess der Materialbesorgung auch und der Materialherstellung. Wenn man sagt, okay, man möchte vielleicht auch im Bereich natürlich Umweltverträglichkeit oder Umweltfreundlichkeit
da einfach noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Als letztes gibt es noch diesen Synthesizer. Dabei gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Verbundwerkstoffe zu erstellen oder auch zellulare Strukturen mit Füllmaterial und Außenmaterialien und auch Material mit mehreren Layern, also mit mehreren Schichten, kann man dort erstellen. Vielleicht noch ganz interessant, Granta Selector hat ja als Basis diese große Datenbank, von der ich ganz am Anfang erzählt habe. Es gibt auch noch die Möglichkeit, quasi, weil das jetzt wie ein Projekt ist, das heißt, ich kann es auch alles hier als ein Projekt speichern und später wieder öffnen, beziehungsweise auch weitergeben. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, über Tools quasi selber einen Werkstoff hinzuzufügen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, aber genau, wenn ich zum Beispiel zu Material Universe Werkstoff hinzufügen will, dann wird der Werkstoff aber nur in meinem Projekt hinzugefügt, aber nicht in die Datenbank generell. Das heißt, nur wenn dieses Projekt dann öffnet, hat das Material dazu. Das heißt, wenn irgendein Material da dabei ist, womit ich es gern vergleichen will, zum Beispiel von Zugversuchen, die man selber gemacht hat, dann kann man es dort hinzufügen und hat es dann quasi auch mit in der Vergleichstabelle oder ähnliches. Ja, das bietet eigentlich so den, das sind so die größten Features von Granta Selector, den ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Ich kann jetzt ja nochmal einmal das Programm schließen und vielleicht das Ganze nicht speichern. Und dann kann ich Ihnen das Ganze ja nochmal kurz in der Workbench zeigen. Das heißt, wenn ich hier mir meine Engineering-Data anschaue, dann sehen wir jetzt hier den vorher importierten Werkstoff und auch mit den Werkstoffkurven, die hier temperaturabhängig zum Beispiel angegeben sind, genauso wie wir die im Selektor gesehen haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel vom Granta Selector den eigenständig geöffnet haben, so als Software, und wollen dort Materialwerte exportieren, dann kriegen Sie dort eine XML-Datei raus und da ist dann auch relativ einfach möglich, dass Sie einfach sagen, okay, ich würde gerne hier Import Engineering Data und dann müssen Sie einfach nur diese XML-Datei auswählen und dann wird die genauso importiert wie hier. Genau, das war es jetzt zum Thema Granta, Granta Selector, Granta Material Data for Simulation und Granta MI, also zu diesem ganzen Materialdatenbundle von ANSYS. Ich hoffe, Ihnen hat die Präsentation und die Demo dazu weitergeholfen, vielleicht auch für Ihre Auswahl, wenn Sie selber eine Materialdatenbank aufbauen wollen. Wenn Sie sonst noch weitere Fragen zum Thema ANSYS Granta haben oder andere ANSYS-Produkte, TwinMesh, FlowNEX oder ParticleWorks, dann können Sie sich gerne bei mir melden oder auch beim Kollegen von mir. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.